stellen sich gerade ganz doll die Nackenhaare hoch. Mein Kopf. Ah, so sehen die also aus. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. So sehen die also aus. Das heißt, sie kommen so aus dem Gehirn raus. Okay, also muss ich als nächstes in den Zerlegungsraum. Ich werde aber jetzt erstmal die Münzen nehmen und werde mir das Ding hier holen. Weil, wenn ich jetzt eine Waffe habe, die mehr Wumms hat, aber weniger Schuss auf einmal ist das kacke. Das heißt, ich brauche diese Nachladegeschwindigkeit dringend. Stabilisierer. Na komm, ich brauche die Waffe nicht unbedingt, wenn ich da eh extra Munition für finden muss. Das Ding auch direkt dazu. Die Steroide. Jagen wir uns mal beides rein. Maximale Gesundheit. Das hier direkt. Rotz. Nachladegeschwindigkeit erhöht. Das heißt, in diesem Bonus, was wir hier von diesem Foto haben, kann es tatsächlich sein, dass wir nochmal so ein Ding finden mit, na wie heißt es, mit dieser Nachladegeschwindigkeit. Legen wir einfach mal eine neue Partei an, das kann nicht schaden. Boah, ist immer noch schlecht von der Pizza, ey, boah. Wenn ich jetzt daran denke, mit dem Lukas da mich anzubandeln, dann wird man doch ein bisschen schlechter. Wie kam ich nochmal in den Zerlegungsraum? Hier rein. Da in den Keller. Dann da. Darunter. Boah. Also ein ganz ganzer Arsch voll Weg. Kraut. Das nehmen wir mit. Ich will nicht wissen, wie viele Items ich hier übersehen habe. Oh, ein Dietrich. Hab ich den jetzt mitgenommen? Ja, habe ich. Okay. Da wäre so Gedöns dazugekommen. Ich war mir überlegen, hier nochmal zu speichern, aber das schenke ich mir jetzt einfach. So, ich gehe hier runter. Dann gehe ich direkt rechts. Durch das Badezimmer, durch den Boilerraum. Los, das Licht an, Junge. Ist es hier dunkler als vorher? Ja, oder? Boah. Ist noch schlimmer als vorher. Aber wenn der im Zerlegungsraum. Boah, diese Oma. Bitte spring mich nicht an. Das hätte ich fast ein Ei gelegt wegen der Oma. Das war mehr von der Oma. War das, was da. Oh Gott, das war der Polizist. Der Kopf. Und mein Herz. Fuck. Fuck.
Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow! Was bist du? Okay, der war anders als die anderen. Och nee. Das ist ja dann jetzt richtig Kirmes. Ach Gott, oh Gott. Oh Gott, mein Herz. Wieder das Schwein. Gar nicht aufgefallen. Ist hier raus? Nee. Das ist doch der Zerlegungsraum. Scheiße, ich bin falsch gelaufen. Ach, Kacke, ey. Ach, der Zerlegungsraum. Ich war schon richtig. Falschen Seite. Och, hier ist ja alles damit vollgefüllt. Oh, toll. Totenstarre muss eingesetzt haben. Seine Gelenke sind schon steif. Und Charlies süßer Gestank fängt schon zu verwesen an. Was steht da? Zeigt, dass du ein echter Mann bist, steckt deine Hand in den Waffen. Oh, nein! Schwarz. Oh mein Gott. Alter. Mit der Schlangenschlüssel. Das schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Du musst dir den Eintritt verdienen, Ethan! Wo sind denn die Knie zittern? Ja, ich wusste es. Na komm. Die habe ich ja in Dead Space ja schon gefressen und jetzt hängt der an der Tür fest. Fratzen. Boah, dass sie danach so weiterzocken, das ist echt übel. Und dass ich kaum noch Munition habe, macht die ganze Sache nicht besser. Auch immer so ins Gesicht spritzt, das ist echt eklig. Alles im Grünbereich. Ich hoffe, das endet jetzt nicht in so einem reinen Monstergespamme, sonst kriege ich echt die Krise. Schießpulver. Nehmen wir doch immer gerne. Machen. Dietrich, zwei Arzneien, 13 Schuss.
geht gerade richtig die Pumpe. Tiefluft holen, Janina, Tiefluft holen. Ach, hier bin ich. Okay. Aber schon durch. Naja. Immer fester Druck. Mehr Gegner ist immer mehr ätzend. Hat dieser Schimmel sich hier so ausbreitet oder dieser Pilz oder was auch immer. Okay, das war ja schon auch eine Weile jetzt snipen. Mir wird echt anders, ey. Leckt mich am Arsch. Ich glaube, ich muss die Intervalle oder die Länge, die ich spiele, muss ich jetzt mal verkürzen, weil das ist echt. Ich war nach dem letzten Mal mit der Mutti schon so zittrig, aber jetzt, dass ich das während der Aufnahme habe, das ist echt. Ein halbes Stündchen. Was stand da? EG, das Serum herstellen, ja, also. Wo kann ich jetzt überall den Schlangenschlüssel verwenden? So, hier unten nicht mehr. Über im Schlafzimmer der Eltern und dem Kinderzimmer. Geil. Will ich ja so überhaupt gar nicht. Da muss ich in die Eingang zahlen und dann nicht hoch. Auf geht's. Zwei neuen Gegnerarten, um die Ecke zu kommen, ist aber auch dezent unfair. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich habe keinen Schuss mehr. Ich hätte echt Munition mitnehmen sollen. Muss ich die gleich ein bisschen in Brand stecken mit dem Flammenwerfer. Dass sie jetzt mittlerweile bis zu dieser Eingangshalle hier vorgedrungen sind, macht mich nicht gerade glücklich. Ach, hier bin ich dann. Ach, hier ist schon das Schlafzimmer der Eltern. Ja, fange ich halt hier an, ne? Richtig warm Kopf gerade. Ist sie unter dem. Boah, dieser Oma! Ich meine, ich habe nichts persönlich gegen die, aber. Alter, diese Oma! Wer schiebt denn die bitte die ganze Zeit hier hin? Selbe Zeit wie alle anderen Uhren. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Haus jemals eine Uhr gesehen habe. Kann ich nicht auf meinem Handgelenk nachgucken? Ne, das ist keine Uhr. Aber irgendwann springt die aus diesem Rollstuhl heraus, mir mit dem nackten Arsch ins Gesicht und ich krieg voll den Herzkasper. April 1980. Jack tritt den Marines bei. Das ist Jack? Meine Güte, ist der alt geworden hier. Diese Oma, ey. Ach, die dreht sich nicht so.
Oh, noch ein Dietrich. Hast du den jetzt eingesammelt? Ja, hab ich. Haben wir doch ein Abkommen. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Ich sorge dafür, dass du noch lange lebst, indem ich dich nicht erschrecke. Du tust das Gleiche. Was hältst du davon? Was hältst du davon? Machen einfach einen Nicht-Angriffspunkt zwischen der Oma und mir. Schon wieder ein Schatzfoto. Na, hier ist das nicht. Schade. Jetzt habe ich schon zwei. Ja! Was ist das? Haupthaus. Krähenschlüssel. Was ist der? Das sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. Ja, das ist, glaube ich, der Granatwerfer, den wir schon gefunden haben. Das ist mit einem Krähenschlüssel ist, weil... Was ist denn das? Ich habe echt keine Ahnung. Das ist auch nicht stimmt. Jetzt gehe ich raus und die Oma ist weg, ey. Dann springe ich in Quadrat. Aber hier ist auch deine Uhr. Ich habe in diesem Spiel noch nicht eine einzige Uhr gesehen. Dafür 50.000 Toiletten an Plätzen, an denen die nicht hingehören. Ne, die Oma ist noch da, okay. Dass sie sich immer so ganz langsam nach einem umdreht. Warte mal, unten ist doch die große. Kann ich das von hier aus lesen? Natürlich nicht. Scheiß Brillenträger. Müssen immer nah ran. Da irgendwas weit weg von sich halten. Bei mir ist das der erste Fall. Ich bin kurzsichtig. Viertel nach zehn, okay. Wo käme ich denn da hin? Das sagt er mir nicht, okay. Das heißt, ich müsste dann. Hier denken. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nur ein Raum unterm Bett. Ich mache jetzt das erstmal fertig, bevor ich in das Kinderzimmer gehe. Ich tue dir nichts, du tust mir nichts. So, 18. Ups, nein. Ja, ganz großes Kino. Okay. Leck mich am Arsch. Wer hat denn das hier gebaut? Ich meine, das ist cool, aber leck mich am Arsch, ist das gruselig. Ich musste mich nur noch mal vergewissern, wo die Blockentaste ist. Der Vater oder wer auch immer seine Kunstwerke gebastelt. Verbesserte Munition. Das ist natürlich. Zugangskarte rot. Taschen. Wo finde ich denn hier? Ach, in der Werkstatt. Sich zugeschoben hat. Springt mir doch gleich ein bisschen gegen. Ich merke das schon. Oh, das sind zwei.
2 mit solchen Armen. Ich versuche einen Film abzuhauen. Die haben mich ganz schön. Die haben mich ganz schön auseinandergeflippt, ey. Halleluja. Aber sagen, ich habe jetzt keinen Unterschied zu der anderen Waffe entdeckt. Also wirklich verbessert ist die meines Erachtens nicht. Nee, ich hab dieses blaue Zeug nicht, sonst hätte ich die so auseinander pflücken können. So, das ist die 3D-Arm, den behalte ich auch mal im Inventar. Der Flammenwerfer kann eigentlich mal weg, oder? Kommt heute erstmal auf Seite. Die Flinte lasse ich auch erstmal hier. Und das mache ich jetzt noch zur Verhübschung. Also nicht, dass ihr denkt, ich lasse die Sachen. Hier nur, ich mag das nicht, wenn die Sachen so kreuz und klein im Inventar sind, da kriegt mein Ordnungsfimmeln Rappel. So. Schlangenschlüsse. Schatzfoto 1, Schatzfoto 2, Arznei, Zugangskarte. Ich glaube, ich nehme die auch mal mit, die verbesserte Arznei. Irgendwie die schlimme Befürchtung, dass ich sie brauchen werde. Ich meine, so wie das hier im Moment abgeht.